Ich weiß, es ist lange her und es tut mir furchtbar leid, aber ich hatte einfach in der letzten Zeit super viel um die Ohren. Ich habe meinen Bachelor jetzt in der Tasche, ich bin auf der großen Suche nach einem Job und kriege andauernd nur Absagen, was mich auf der einen Seite ein bisschen runterzieht. Auf der anderen Seite bin ich jetzt seit 6 Jahren mal wieder in dem Ort, wo ich groß geworden bin, zu Hause bei Mama und Papa und sehe alle meine alten Freunde von damals von der Schule wieder, was ein super schönes Gefühl ist und was super interessant ist und so. Und deshalb ist mir in der letzten Zeit einfach so total viel um die Ohren gewesen. Und ja, jetzt heute ist mal super Wetter und ich dachte mir, ich zeige euch ganz kurz, was ich bei so einem warmen Wetter mache, wenn es ganz schnell gehen muss und wenn es ruhig ein bisschen auch verschmieren darf. Und was ich noch, womit ich anfangen muss, ist mit einer Palette, die ich jetzt geschenkt bekommen habe zum bestandenen Bachelor. Das ist diese hier von Sephora. Und zwar ist das ganz cool. Ihr seht, hier ist so ein kleines Ding, das kann man rausnehmen. Man kann jede Farbe, alles, was ihr jetzt quasi hier drin seht, kann man wirklich rausnehmen. Das ist magnetisch da drin. Jede Farbe, da ist Eyeliner, sind da drin, Flüssig-Gel-Eyeliner, Lipgloss und Rouge, Bronzer und auch Lidschatten. Und das ist dann alles kann man dann umfüllen in so eine kleine Schatulle, die auch mit da drin war. Da passen, seht ihr, da passen ganz, ganz viele, also Rouge, Bronzer und Lipgloss oder Lidschatten passen da rein. So, und das ist ein bisschen handlicher für die Handtasche und das ist eine super Erfindung. Ich liebe dieses Teil und die Farben sind klasse und ja, ich bin hin und weg. Also, wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, ob ich euch kurz ranzoomen soll oder wie wir es heute machen. Ich glaube, ich zoome euch mal nicht ran. Okay, da seid ihr jetzt einmal kurz runtergefallen. Ja, ich habe hier wieder eine ganz tolle Konstruktion mir ausgesucht. So, also wie ihr sehen könnt, ist es hier unten nur ein bisschen blau. Vielleicht ist es auch zu dunkel. Blau. Und also angefangen habe ich hier mit diesem Beige-Ton. Wie ihr hier sehen könnt, beige. Daneben ist so ein Alt-Rosa. Ein Blau. Hier ist ein ganz helles Weiß einfach nur. Das ist ein Lipgloss, den setzen wir nachher ein. Und das ist ein Rosa-Pink. Also ich nehme mit meinem großen Lidschattenpinsel diesen Champagnerton, würde ich ihn fast nennen, auf und verteile ihn aufs ganze Lid, das ganze bewegliche Lid, okay? Aufs ganze bewegliche Lid. Dann nehme ich diesen auberginefarbenen Ton und setze den so ab Mitte bis außen. Setze ich den auf. Hier vorne wische ich einmal kurz so drüber, dass das ein bisschen verblendet wird, dass das nicht so kantig alles ist. Ja, dann nehme ich diesen pinken Ton hier oben. Ja, es ist fast schon so ein Pink. Ich habe hier wieder geile Kamera, Scheiße. Ich werde jetzt mir was überlegen müssen, weil jetzt habe ich meinen Freund nicht mehr. Also ich habe meinen Freund schon noch, aber mein Freund ist jetzt nicht mehr hier. Ich kann mir keine Kamera mehr von ihm nehmen. Muss ich mir was überlegen. Toll. So, das Pink. Dann gehe ich nochmal in diesen Champagnerton und den setze ich dann wirklich nur hier oben unter die Augenbraue. Seht ihr das wirklich nur hier oben drüber? Um dem Ganzen so ein bisschen was zu verleihen. Um das zu highlighten. Dem Ganzen was zu verleihen. Ich laber ein Mist. So, das war es auch eigentlich schon. Ich mag das nicht, im Sommer so vollgekleistert zu sein. Und um dem Ganzen jetzt nochmal so einen frischen Kick zu geben, nehme ich von Catrice ein Kajal Design, heißt der. Ist ein Kajalstift, Farbe Caribbean Blue 05. Es hat keinen Sinn, wenn ich es euch hinhalte, diese Kamera fokussiert nicht. Und damit ziehe ich jetzt in der Wasserlinie, also sowohl in der Wasserlinie, als auch hier außen, quasi direkt am Wimpernrand und auch, also am Wimpernkranz und auch unter dem Auge. Es muss überhaupt nicht fein sein, es muss keine feine Linie sein. Ihr seht, ich mache das auch nur so.
Ja, bis vorne hin. Habe ich jetzt nicht genug gemacht bis vorne hin. So. Und dann habe ich noch einen Blauton, das auch so ein bisschen ist wie dieses Caribbean Blue hier. Seht ihr das da? Das nehme ich auf mit so einem ganz flachen Pinsel. Also ihr seht, das sind echt nur zwei Pinsel, die ich jetzt benutzt habe. Es geht ganz, ganz fix. Und das setze ich nur unter den Eyeliner, um erstens die Farbe zu verstärken. Und zweitens auch dieser Eyeliner, der wird natürlich auch jetzt dadurch, dass das so warm ist, wird er auch ein bisschen schmieriger, dass er nicht so schnell verläuft. Das wollen wir nämlich nicht. So, dann nehme ich Wimperntusche. Eigentlich würde ich jetzt an so einem Tag wie heute, wenn es so heiß ist, würde ich wasserfeste Wimperntusche nehmen, weil sie einfach nicht verschmiert. Ich habe eine von P2. Die zeige ich euch gleich noch, wenn ich Zeit habe. Die ist super, die hatte ich an meiner Abschlussfeier. Wie ihr euch sicher denken könnt, wurde natürlich auch geweint an der Abschlussfeier. So schnell sind 3 Minuten rum, wenn man Spaß hat. Also, genau, da waren wir stehen geblieben an meiner Abschlussfeier. Und es wurde natürlich auch viel geweint am Ende, weil man sich ja dann von seinen Freunden, mit denen man 3,5 Jahre zusammengelebt hat, verabschieden muss. Und das ist teilweise sehr, sehr traurig. So, und dann wurde er so gut getestet, aber wirklich wasserfest ist. Und er hat sich bewährt. Ich sah am nächsten Tag, also ich sehe auf den Fotos um 7 Uhr morgens, ich habe mich um 7 Uhr abends damit geschminkt, um 7 Uhr morgens nach Heulen, Tanzen und so weiter. Meine Wimpern stehen wie eine 1, also den kann ich nur empfehlen. Der hat wirklich den Härtetest überlebt. Der ist gut. Ich benutze ihn nur nicht so oft, weil leider mein Make-up-Entferner, meine Augen sind da beim Entfernen ein bisschen empfindlich und ich habe keinen Make-up-Entferner, der wasserfestes Make-up entfernt. Und dann ist das immer so ein Grubbel. Das ist nicht so cool dann für die Augen. Das tut dann ein bisschen weh. So, jetzt habe ich noch vergessen, diesen ganz, ganz hellen weißen Ton. Ja, bitte! Ja, ich kann jetzt nicht. Mein Skype. So, mein Skype. Also, das gebe ich in den Außenwinkel. Und dann haben wir den Look schon. Was nur noch fehlt, sind die Lippen. Und da habe ich mir, die gibt es ja jetzt bei Douglas von NYX oder NYX, diese Lip Liner. Ich habe den jetzt in der Farbe 841 Coral. Bringt eh nichts. Das ist so ein Orange. Ich gebe den auf die Lippen. Auf alle Lippen verteilt. Okay, ich versuche gerade einer bei Skype anzurufen. Und sie, anstatt reinzugehen, wo sagt sie es durch? Na, egal. Mütter halt, ne? was wollte ich jetzt machen? Genau. Und dann nehme ich noch so einen ganz normalen, farblosen Lipgloss. Den gebe ich darüber. Ja, der hier ist jetzt. Schön. Ich finde, diese Farbe sieht super gut aus. Ich hoffe, das kommt jetzt auch so rüber. Aber diese Farbe sieht super schön aus, wenn man so ein bisschen gebräunt ist. Sieht das ganz, ganz toll aus. So, und das war mein Look und mein Gebrabbel für heute. Und jetzt ist es auch endlich vorbei. Und ich hoffe, das gefällt euch einigermaßen. Ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Und dann genießt heute noch schön den Abend, grillt noch schön und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Hübschen.